Hallöchen und willkommen zurück zu Riddles of Fate, Inferno der Laster. Der, ja, so kann man eigentlich jetzt schon sagen, ersten Folge an dem gleichen Tag nach der Schule. Ja, die Arbeit, ja, war nicht allzu schwer, aber muss man halt mal abwarten, was die Punktzahl im Endeffekt sagt, nicht wahr? Das ist ja immer so die Sache. Und wir wollten hier mal herausfinden, wie dieses Spiel hier überhaupt funktioniert. Sollen wir jetzt alles böse oder alles gut machen? Rotiere die Spielfiguren, bis alle Engel nach oben zeigen. Wenn du eine Figur drehst, beeinflusst dies ihre Nachbarn. Ja. Das ist so viel dazu, Das geht einfach, ne? Ich muss jetzt aber auch zu sagen, das war jetzt mehr Schwein als Verstand. Kerosin. Okay. Was? Was muss er, hä? Ich hätte jetzt, was ist denn hier? Ist das jetzt kaputt oder? Ach, was ist denn da unten? Ich muss etwas in die Öffnung stecken, sonst läuft die Flüssigkeit nur wieder heraus. Zufrieden? Hier kann ich das Kerosin eingießen. Ich habe mich schon gefragt, warum geht denn das nicht? Das Werdelicht, es brennt doch schön. Schneidbrenner. Was man mit einem Schneidbrenner nicht alles schneiden kann hier. Schade. Hätte ja sein können. Gut, jetzt haben wir wenigstens Licht. Ja, wenigstens etwas. Hä? Das ist doch... Ey, ihr habt doch nicht mehr alle. Was soll ich mit dem Ding denn jetzt sonst anstellen? Schneidbrenner. Was kann man denn schneiden? Eine Rune. Ein Amethyst. Ein Gürtel. Eine Reibe. Nageleisen. Gewicht. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, könnten wir die Kette von dem Gewicht abmachen, aber macht er auch nicht. Mit irgendetwas eine Rune. Wofür brauchen wir eine Rune? Ach du Halleluja. Die haben doch nicht mehr alle. Die haben doch nicht mehr alle. Ah ja, die Schildkröte braucht ja auch noch was zu futtern. Es ist ja super. Ach, warte mal. Ja klar. Dafür ist es gut. Aber um eine Kerze anzuzünden, reicht das nicht aus, hä? Ihr habt doch die Male. So, zu den Katakomben. Und du hast den Schneidbrenner weggeschmissen. Könnte es sein, dass die Rune hier passt? Nee, schade. War ja zu leicht, ne? Mit wem spricht Neid denn da? Oha! Das war doch Prinz Edwin. Was geht hier vor sich? Ich muss Neid unschädlich machen, bevor er entwischt. Und das wird wahrscheinlich hier der gute Arzt sein, hä?
So, dann haben wir Neid. Neue Aufgabe, hole Prinz Edwin ein. Ich muss herausfinden, inwiefern der Prinz in die Sache verwickelt ist. Und ich sehe ein Gewicht. Das ist ja super. Ich brauche ein zweites Gewicht. Hä? Ja? Nee, vielleicht? Da. Okay, ich glaube, da brauche ich wohl irgendwie was, womit ich ein bisschen heller machen kann. Das ist der Mechanismus, den kriege ich so nicht mehr. Was ist das eigentlich? Oh, Runen. Zack. Drinne. Das war aber nicht die Rune. Das war eine ganz andere Rune. Ihr habt doch nicht mehr alle. Diese Kette könnte eventuell noch nützlich sein, aber abreißen kann ich sie auf keinen Fall. Und den Schneidbrenner hast du weggepackt. Ja, du bist auch eine Gute. Du bist auch eine Gute, Detektiv. Ah, schade. Ich komme hier jedes Mal durcheinander, sonst spielst du eine Sie bei den ganzen Wimmelbildspielen, die ich da habe, ey. Ein Knopf fehlt. Ich habe keinen Knopf. Ich habe einen Amethyst, der bringt mir aber nichts. Er hat einen Knopf und sein Leben verloren. Ja, du Spaßvogel. Eine Karotte? Na, jetzt muss ich das nur noch irgendwie klein kriegen. Oh, ich glaube, ich habe in der ganzen Aufregung irgendwas vergessen. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie ein Gesicht. Das sieht ja lustig aus. Ja, in der ganzen Aufregung hier habe ich wirklich was vergessen. Und zwar die Krone zu suchen. Haha. So, hier, wenn ich das Labyrinth ohne eine Karte betrete, komme ich nie wieder heraus. Und du willst jetzt eine Karte suchen. Na, das wird immer besser. Was ist denn das da oben eigentlich? Ein übrig gebliebener Rest von dem Aufgang da, ja? So, ich habe eine Reibe, ich habe eine Karotte. Ich muss die nicht zermahlen, ich muss sie reiben. Dann habe ich's Futter. Für die schöne Schildkröte. Ist mir schon klar. Aha, okay, okay. Das ist noch ein Stück. So, dann müssen wir wohl zurück hier ins Restaurant und da kommen wir dann in die Gemächer, zum Beispiel Gemach des Prinzen, weil es so schön war. Komm, kehren wir wieder hier zurück. Los, put, komm raus. Ja, genau, richtig. Yeah, was haben wir denn da? Eine Goldmünze. Echt jetzt? Ihr habt doch echt nicht mal alle. So, dann setzen wir der Statue hier mal wieder ihren Kopf auf. Ui, kleine Statue. Ja, ich kann mir vorstellen, wo die hinkommt. Ihr habt doch nicht mehr alle. Warum waren das gerade Spiegelschrift? Muss man das verstehen? Zange. Ah ja. Ja, ich brauche ja was. Ja, genau, ich brauche ja was. Schneidbrenner schmeißt er weg, aber das lässt er da.
Ach, ihr habt doch nicht mehr alle. So, fügen wir das Zeug mal zusammen hier. So, haben wir eine Kugel mit Kette. Ah, Fußkette mit Kugel. Hätte ja auch nicht so geklappt. Was ist jetzt geschehen? Wieso diese dramatische Musik, nur weil ein Gitter umgefallen ist oder was, ne? So, dann setzen wir das Ding doch auch gleich mal ein. Schon wieder falsch. Hallo, mach doch mal was richtig hier. Knopf. Jim-Knopf. Ach nö. Ach ja, juhu. Zum Glück sind die da, Alter. Hä? Nee, oder? Hühnerkacke, Hühnerkacke, uk, uk, uk. Mist. Der hier. Hä, okay, okay, okay. Blau, dann muss der... Alter, so. Oh, 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 ja, oh. Ist fertig? Interessant. Wie kriege ich denn das da oben eigentlich raus? Was muss ich denn dafür machen? Oh, da wurde wohl eine Holdemite vergessen. Nee, warte mal. Sieht die nicht so aus wie... Noch ein Opfer der Sündhaftigkeit. Sieht aus wie die Hofdame. So lange sind die doch aber nicht verschwunden. Das kann doch nicht sein. Was braucht man eigentlich? Ich bin hier schon wieder komplett schweife hier schon wieder komplett ab. Das gibt's nicht. So, da hinten ist eine schöne Axt. Handschellen, Schale. Hand? Ach. Ist doch eine Schale, eine Waschschale. Bügeleisen. Das ist die Pfanne. Achso, Falle. Ja. Stickerei. Hat's an sich. Eine Lanze, eine weiße Maus. Warte mal, weiße Maus. Lanze, ein Ziegelstein. Was fehlt denn da? Ein Auge? Der Ziegelstein hat ein Loch. Ach, echt? Hm. Echt ein Auge. Und eine Notiz. Das müsste dann, glaub, die Notiz sein, ne? Gefangenschaft gezählt, ja. Dann brauche ich aber irgendwas zum Schreiben. Hä? Ach. Stein direkt unten drunter hier. Vielleicht ist dies noch nützlich. Eine Kurbel? Ach nee, ein Hebel. Fehlt hier nicht was? Wie ein Hebel? Ja, sieht ganz so aus, ne? So, was haben wir denn noch so Schönes? Dartpfeil. Kristall der Läuterung. Ein Amethyst. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wo ich den Amethysten aufbrauchen soll hier. Das gibt's ja wohl nicht. Ganz schön lauter drüben. Ich
Ich will mal hoffen, dass man das nicht so arg hört. Da, da, da. Alter Schwede, die machen richtig Krach da drüben. Hä? Dartpfeil. Wofür brauche ich denn jetzt einen Dartpfeil? Ja. Bringt mir nichts. Ja. Dartpfeil. Wo sind denn noch? Da ist was. Hier soll auch noch was drin sein, okay. Ach, ja, stimmt, ja. Mensch, geh raus hier. Da war doch was hier hinten. Ja. Super. Ihr habt doch nicht mehr alle. So, was sich dahinter verbirgt, werden wir doch noch erfahren. Ich habe gedacht, es wäre jetzt an der Zeit gewesen, aber nein, tut mir leid, ihr müsst mich noch ein Weilchen ertragen und das Gepflege da drüben. Was ist denn das hier? Sieht ja lustig aus. Sortiere die Rune nach ihren Farben in 4 Felder. Der geviertelte Kreis oben zeigt, welche Farbe in welche Ecke gehört. Aha. Oben blau. Sehe ich. Sieht ja schon mal vielversprechend aus, he? Das, was ich hier anstelle, he? Oder auch nicht. Ey, hab noch keinen Plan. So, das ist schon mal so. Dann passt das. So, blau ist schon mal oben links. Wenigstens etwas. Das dreht sich auch rechts rum, ne? Ja. Einmal. Mist. So, irgendwie wird das doch hinhauen, oder etwa nicht? Mist. So, ja. Ich habe irgendwie keine richtige Ahnung, was ich hier tue. Kenne ich irgendwie. So. Das stimmt auch schon mal. Jetzt muss ich nur noch irgendwie grün und rot und so weiter. Das ist ja mehr rot als alles andere. So. Wirklich ganz schön Krach da drüben. So, einmal. Ja, Mist. Jetzt, gut, alter Schwede. So, dann haben wir ein Zahnrad erhalten. Ja, womit wir wahrscheinlich nur das Getriebe in Gang kriegen. Was natürlich nicht für oben gilt. Ich brauche etwas Biegsames, um den Schalter ins Laufen zu bringen. Hä? So, leider unten.
Und was sich dann da oben so Schönes verbirgt, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Es hat ja genau gepasst gerade. So, dann hoffe ich mal wieder, dass euch diese Folge gefallen hat und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein werdet. Oh, ja. Mal schauen. Und dann wünsche ich euch mal wieder einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilu und tschüss.